Viel Montag, wenig Web, okay. Auf jeden Fall aber viel Aufbruch. Und der nächste Aufbruch führt uns in das unentdeckte Land. Und da die lieben Geeks, die das vielleicht nur aus dem Star Trek-Film kennen, wie ich ursprünglich, stammt von Shakespeare, Undiscovered Country und meint eigentlich den Tod. Unsere nächste Sprecherin beschäftigt sich von Berufswegen mit dem Tod und mit Menschen, die ihm nahe sind. Und obwohl sie sich tagtäglich mit Sterbenden beschäftigt, sagt sie, es geht um Menschen, die in einer Lebenskrise sind. Und wir arbeiten daran, dass diese Krise trotzdem eine gute Zeit sein kann. Sehr spannender Vortrag, den wir jetzt hören von Dr. Dagmar Müller, Leiterin des Evangelischen Hospizes in Frankfurt, einer Einrichtung zur Pflege tödlich erkrankter Menschen. Frau Müller. Frau Müller, ehe Sie anfangen, habe ich schnell noch eine Frage an Sie. Wie kommt man dazu, ein Pflegeheim für Sterbende zu leiten? Wie verschlägt es einen dahin? Wie haben Sie sich diesen Weg gesucht? Einfach, ich interessiere mich für das Leben und zum Leben gehört das Sterben und der Tod. Ich habe eine Pflegeausbildung absolviert, habe auch im Palliativbereich gearbeitet, habe Politik, Geschichte und Soziologie studiert mit Schwerpunkt Gesundheitswesen. Und das Evangelische Hospiz in Frankfurt ist 2009 neu gegründet worden. Und dort konnte ich die Geschäftsführung übernehmen. Und ich finde das ein sehr spannendes Arbeitsgebiet, in dem viele Herausforderungen sind und in dem wir viel von dem, was wir vermeintlich geben, von Patienten und Angehörigen zurückbekommen. Und kein Tag ist langweilig. Erzählen Sie uns mehr darüber. Ja. Das Evangelische Hospiz in Frankfurt liegt in der Innenstadt, 10 Minuten von der Konstablerwache entfernt. Wir im Rechneigraben 12. Wir haben 12 Einzelzimmer. Dort betreuen wir schwerkranke Menschen, die an einem unheilbaren Tumor erkrankt sind, eine AIDS-Erkrankung haben oder auch eine chronische Herz- oder Nierenerkrankung haben. Diesen Menschen ist nur eine begrenzte Lebenszeit gegeben. Sie kommen zu uns, weil sie alleine sind, nicht mehr alleine wegen der Erkrankung zu Hause leben können, weil eine Behandlung im Krankenhaus abgeschlossen ist, weil sie so schwer erkrankt sind, dass sie nicht im Pflegeheim betreut werden können oder aber weil die Familie zu Hause mit der Betreuung überfordert ist. Das Thema heute ist der Aufbruch. Mit der Aufnahme in das Hospiz brechen Sie zu Ihrem letzten Lebensweg auf. Und zugleich ist es aber auch der Beginn einer neuen Lebensphase, die zum Tod führt. Also das Ziel des Aufbruches ist sehr eindeutig. Das ist ein anderer Aufbruch, wenn ich eine Reise beginne, da weiß ich nicht, ob ich ankomme, aber es ist mit einer anderen Perspektive verbunden. Aufbruch bedeutet aber auch, dass Betroffene und Angehörige sich trennen müssen. Sie müssen sich voneinander verabschieden und sie müssen diesen Prozess durchleben und auch gestalten. Das Hospiz bietet den Rahmen dazu, dass Patientinnen und Patienten und auch Angehörige in dieser persönlichen Krisensituation professionell unterstützt werden. Die letzte Lebensphase und das Sterben und den Tod, der kann als etwas Normales erlebt werden, das zum Leben dazugehört. Der Aufbruch ins Hospiz ist erzwungen, also das ist nicht freiwillig, denn die Menschen sind krank, die zu uns kommen. Die Menschen wissen, dass sie schwer erkrankt sind und sie wissen auch, dass sie bald sterben werden. Sie fühlen das. Das heißt aber nicht, dass sie den Tod akzeptieren, dass sie mit dem Leben abgeschlossen haben und dass sie passiv auf den Tod warten.
Sie kommen ins Hospiz zu Fuß oder im Rollstuhl oder auch im Liegen, also mit einem Liegentransport auf einer Bahre. Unser Hospiz ist Leben. Das mag jetzt provokativ klingen, es ist aber so. Deshalb habe ich auch einige Bilder mitgebracht. Wir feiern im Hospiz das, was das Leben ausmacht. Wir feiern Geburtstage zusammen, wir feiern Hochzeiten, Taufen. Regelmäßig finden kulturelle Veranstaltungen wie kleine Konzerte oder Lesungen statt, die von Patientinnen und Patienten und ihren Angehörigen auch besucht werden. Das ist ein Stück gelebte Normalität. Die schwerkranken Menschen legen Wert darauf, ihr Leben so weit wie möglich selbstbestimmt zu gestalten und damit die für sie größtmögliche Lebensqualität zu haben. Unsere Aufgabe als Haupt- und Ehrenamtliche ist es, sie darin im Rahmen der palliativen Fürsorge, Palliativ-Care, zu unterstützen. Alle Maßnahmen, medizinische, pflegerische, psychosoziale, dienen darauf, im Grunde Symptome, die die Krankheit hervorruft, wie zum Beispiel Schmerzen, Angst, Übelkeit, Erbrechen oder auch seelische Krisen zu verhindern oder eben auch zu lindern. Und das ist die Basis, dass dann eine größtmögliche Normalität in der Krankheit möglich ist. Wichtig ist uns, dass die Lebensqualität nicht von uns Professionellen definiert wird, sondern dass die Betroffenen selbst sagen, was für sie Lebensqualität bedeutet. Das, was ihnen subjektiv wichtig ist. Und das kann sich sehr unterschiedlich darstellen. Ich möchte das gerne an einem Beispiel erläutern. Frau T. ist 64 Jahre alt und vor 10 Jahren hatte sie Brustkrebs. Jetzt sind Metastasen im Darm und im Bauchfell festgestellt worden, die auch in mehreren Operationen nicht beseitigt werden konnten. Sie liegt in der Klinik, sie hat eine nicht verheilte Bauchwunde, eine offene Bauchnaht, sie hat einen künstlichen Darmausgang, mehrere Fisteln, über die Flüssigkeit austritt und auch eine Ablaufsonde, weil der Magen verschlossen ist und der Mageninhalt so wieder heraustransportiert wird. Sie hat starke Übelkeit, Luftnot und Schmerzen und ist sehr belastet. Ihre Freundinnen organisieren auf ihren Wunsch hin die Aufnahme ins Hospiz. Sie werden sich jetzt fragen, wie kann ein Mensch, der so schwer erkrankt ist, Lebensqualität haben in dieser Situation? Frau T. ist klar bei Bewusstsein und sie formuliert im Aufnahmegespräch den großen Wunsch, sie möchte wieder ihre Lieblingsspeisen, frisches Obst und eventuell eine Kartoffelsuppe essen können. Sie hat lange in Italien gelebt. Und diesem vergangenen Lebensgefühl möchte sie noch einmal nachspüren. Frau T. wird von einer palliativmedizinisch erfahrenen, niedergelassenen Ärztin im Hospiz betreut. Und sie erhält über einen zentralen Venenkatheter kontinuierliche Medikamente, um die Übelkeit und die Schmerzen zu behandeln. Die Dosierung dieser Medikamente wird täglich angepasst. Dazu tauschen sich die Pflegekräfte und die Ärztin regelmäßig aus. Nach 2 Tagen, die Frau T. im Hospiz ist, probiert sie ein Stück frische Apfelsine. Und 4 Tage später kann sie eine Kartoffelsuppe essen, die von der Hauswirtschafterin frisch gekocht wurde. Sie genießt den Geschmack im Mund, auch wenn sie kurze Zeit später alle Nahrung wieder erbrechen muss. Das ist Lebensqualität für Frau T. Sie hat es gespürt und geschmeckt. Nachmittags spielen die Freundinnen für sie im Zimmer Gitarre. Das organisiert sie. Wer wann kommen darf und welche Stücke gespielt werden.
Und am Abend trinken die Freundinnen zusammen mit Frau T. ein Glas Wein. Und es ist egal, welche Medikamente sie bekommt, sie trinkt Wein. Auch da spürt sie Italien nochmal nach. Die Pflegekräfte sorgen durch regelmäßiges Anspülen der Sonde, der Magenablaufsonde, dafür, dass diese durchlässig bleibt. Sie verbinden mehrmals täglich die offene Bauchnaht, um Infektionen zu verhindern. Und sie geben Frau T. zusätzlich Medikamente, wenn sie erbrechen muss. Wenn sie Schmerzen hat oder auch nachts nicht schlafen kann. Der Pfarrer im Haus kommt regelmäßig Frau T. besuchen und unterstützt sie durch Gespräche, ihre Situation zu bewältigen. Ihre Freundinnen koordinieren mit ihr die Besuche der Familie und des Freundeskreises. Frau T. hat bei der Schwere der Erkrankung 24 Tage im evangelischen Hospiz gelebt. 7 Tage vor ihrem Tod hat sie sich noch mal gewünscht zu baden. Und auch das konnten wir ihr ermöglichen. Sie hat gebadet, ein Glas Sekt dabei getrunken und ihre 4 Freundinnen saßen um sie herum und sie hat das Bad genossen und zelebriert. Frau T. war bettlägerig, vollständig auf Hilfe angewiesen und in ihren letzten Tagen sehr schwach. Und doch konnte sie jeden Tag im Hospiz nach ihren individuellen Bedürfnissen gestalten und so ein Stück Lebensqualität erfahren. Wir haben im evangelischen Hospiz im vergangenen Jahr 164 Menschen auf ihrem letzten Lebensweg betreut. Sie waren zwischen 32 und 101 Jahre alt und haben durchschnittlich 24 Tage im Hospiz gelebt. Jeder dieser 164 Menschen ist den letzten Weg auf seine ganz persönliche Art und Weise gegangen. Für uns Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es die größte Herausforderung, den schwerkranken Menschen und ihren Angehörigen den Raum zu geben, den sie benötigen. Wir bieten Hilfestellungen an, aber die Betroffenen entscheiden selbst, ob sie diese annehmen wollen oder auch können. Unsere professionelle Fürsorge besteht vor allem darin, zu beobachten, zu kommunizieren, zu beraten, sich selbst zurückzunehmen und dem Betroffenen und seiner Familie Spielraum für eigenes Handeln und Entscheiden zu lassen, ohne dass sie aber alleine sind. Das gelingt dem Team nur, indem das Team bereit ist, sich täglich neu auf die Bedürfnisse der Patienten und ihrer Angehörigen einzulassen, das eigene Handeln und auch die eigenen Ansprüche kritisch zu reflektieren, sich auch persönlich weiterzuentwickeln und auch sich selber zu relativieren. Ein gutes Mittel dazu ist der Humor. Er lässt uns die eigene Begrenztheit, die Ohnmacht vor dem Tod, den wir auch haben, besser ertragen. Unsere Arbeit ist nur möglich, weil wir von vielen Menschen unterstützt werden. Zurzeit arbeiten 17 Frauen und Männer zwischen 23 und 76 Jahren einmal wöchentlich für 2 bis 3 Stunden im evangelischen Hospiz mit. Sie begrüßen im Empfang Patienten, Besucher, Interessierte oder auch Handwerker oder nehmen Telefongespräche an. Andere unterstützen unsere Hauswirtschafterinnen beim Zubereiten und Verteilen der Mahlzeiten, übernehmen kleine Einkäufe für die Patienten oder gehen mit ihnen spazieren. Auch das ein Stück Normalität. Ehrenamtliche schenken Zeit, und das ist ja in der heutigen Zeit etwas sehr Kostbares, Zeit zu haben. Und Ehrenamtliche sind da, wenn es Patienten wünschen.
Wir möchten das Team gerne erweitern und wir freuen uns über jeden, auch von Ihnen, wenn Sie im evangelischen Hospiz ehrenamtlich mitarbeiten möchten. Und nicht zuletzt gibt es Menschen, die für das evangelische Hospiz spenden. Wir sind auf Spenden angewiesen, weil wir 10% unseres Tagessatzes selber aufbringen müssen. Die Kranken- und Pflegekassen übernehmen 90% der Kosten. Das ist im Grunde gesundheitspolitisch so gewollt, dass es nicht möglich ist, an Hospizen und an der Lebens- und Krisensituation schwerstkranker Menschen Geld zu verdienen, wie das im Gesundheitsbereich durch die Privatisierung ja zum Teil schon der Fall ist. Ich möchte mit einem Zitat von Wilhelm von Humboldt enden. Das Zitat fasst nochmal das zusammen, was ich versucht habe, hier Ihnen zu vermitteln. Es ist mir, als kenne man nicht das ganze Leben, wenn man nicht den Tod gewissermaßen in den Kreis mit einschließt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Müller, ganz ohne Fragen zu beantworten, lassen wir Sie nicht wieder von der Bühne. Sie haben eben zwei Worte gesagt, die mir aufgefallen sind in Ihrem Vortrag. Sie haben von Normalität geredet und von Humor. Jetzt mal ganz ehrlich, an wie vielen Tagen in der Woche lachen Sie bei der Arbeit? Mehrfach. Mehrfach. Es vergeht kein Tag. Auch mit Patienten, mit Angehörigen, natürlich immer der Situation angemessen. Aber im Team ist das das Wichtigste, dass wir lachen können, dass wir normal sind, auch wenn wir, ja, ich sage, den Tod immer vor Augen haben. Aber nur mit guter Laune ist es ganz bestimmt nicht getan. Sie haben gewisse Rituale, um das im Team zu verarbeiten, weil, reden wir nicht drum rum, belastend ist das immer wieder. Genau, es ist eine professionelle Arbeit. Zur Professionalität gehört, wie ich gesagt habe, das kritische Reflektieren. Zum Beispiel im Rahmen von Teambesprechungen, von Supervisionen, von einem täglichen Austausch, wie geht es uns, wie sind wir mit belastenden Situationen umgegangen, das gehört natürlich mit dazu. Gibt es noch Fragen? Ganz herzlichen Dank, Dr. Dagmar Müller, Leiterin des Evangelischen Hospizes. Thank you.